Wir sprechen heute über die Absage von Désiré Doué und seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Alle Details dazu hier. Zudem Ärger bei Barcelona und Dani Olmo. Kann jetzt der neue Mittelfeldstar nicht registriert werden? Das besprechen wir gleich und wir sprechen über João Félix. Wechselt er jetzt zum FC Chelsea? Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Verlasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um morgen in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mal mein Instagram ab. Bulli-Inside für noch mehr News und checkt auch die Videobeschreibung. Da ist mein Podcast verlinkt. Da kriegt ihr auch alle News rund um die Bundesliga mit. Deswegen auch gerne mal abchecken. Also, damit gehen wir rein ins erste Thema. Das wird auch im Podcast unter anderem besprochen. Désiré Doué, seine Absage an die Bayern, das wurde gestern veröffentlicht. Ihr habt es auf dem Hauptkanal wahrscheinlich direkt erfahren. Ja, und damit ist auch klar, er wechselt zu Paris Saint-Germain. Die Bemühungen von Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Co., die waren wohl tatsächlich vergeblich. Sie haben eigentlich nur noch auf eine finale Zusage gewartet. Sie haben sehr, sehr viele positive Signale vom Spieler bekommen. Sie dachten, ja, tatsächlich, Désiré Doué, der will nur die Bayern. Man wird den Zuschlag bekommen, man hat schon fest mit den 60 Millionen Euro Ausgaben gerechnet, die man jetzt hatte. Und dann kam diese Absage sehr, sehr überraschend. Und das ist ja nicht die erste Absage, die man von einem, ja, ich sage mal, Offensivstar bekommen hat. Nämlich unter anderem auch von Xavi Simmons hat man eine Absage bekommen. Vielleicht waren das hier auch ähnliche Gründe wie bei Désiré Doué. Denn Simmons, der hatte damals abgesagt, weil er eben ja für Leipzig spielen wollte. Dort wurde ihm eine Stammplatz Garantie gegeben. Die wird Doué bei Paris nicht bekommen haben, aber zumindest mal jetzt einen langfristigen Vertrag. Das können wir nämlich auch schon sagen. Der Spieler ist sich auch schon einig mit seinem neuen Club. Hier ist auch schon alles fix. Er wird ein neuer Spieler von Paris Saint-Germain werden. Da gibt es keinen Zweifel mehr dran. Plus, man wird wohl auch 60 Millionen Euro für Désiré Doué zahlen. 10 Millionen mehr, als die Bayern geboten haben. Stade Rennes wäre wohl auch mit 50 zufrieden gewesen, aber wir wissen es bei PSG, das ist manchmal auch so eine Prinzipsache. Sie werden also ein bisschen mehr bezahlen, als das beispielsweise ein FC Bayern München getan hat und somit ist die Entscheidung tatsächlich hier auch offiziell. Ich bin mal gespannt, was wir noch so in den nächsten Tagen hören werden. Also die Bayern, für sie war das ein echter Schlag ins Gesicht. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass jetzt hier Désiré Doué absagt. Man hätte ja sogar zum Beispiel Kingsley Coman abgegeben, nur um Doué zu holen. Also man war sehr überzeugt vom Spieler, so zeigen kann. In den nächsten Jahren zeigen, das ist auch ein gutes Signal. Das will nämlich auch Dani Olmo. Seit seinem Wechsel zum FC Barcelona ist klar, er hat den großen Schritt gemacht. Den Schritt zu einem absoluten Top-Club, den Schritt zum FC Barcelona und dort möchte er sich jetzt auf der ganz großen Bühne beweisen. Aber vielleicht kann er sich auch nicht dort beweisen, denn wie der Radiosender Cadena SER berichtet, haben die Katalanen aktuell Probleme, Dani Olmo für den Spielbetrieb zu regulieren. Hintergrund, die Regeln des Financial Fairplays. Also ein altes Problem bei den Katalanen. Diesmal geht es tatsächlich nicht um die Gehaltsobergrenze. Da heißt es zumindest mal, soll es eigentlich in Ordnung sein. Jetzt geht es wirklich ums Financial Fairplay. Man muss jetzt Einnahmen generieren. Und wie generiert ein Verein wie der FC Barcelona schnell Einnahmen? Natürlich Verkäufe müssen her. Das bedeutet, um Dani Olmo für den Spielbetrieb zu registrieren, ihren neuen 55 Millionen Euro Neuzugang, den will man natürlich auch definitiv registrieren. Cadena, SER, die sagen, das ist aber akut in Gefahr. Man muss ja in 5 Tagen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, in 4 Tagen jetzt einige Spieler verkaufen, um eben überhaupt den Spieler für das Spiel gegen Valencia registrieren zu können. Da muss man jetzt entweder Frenkie de Jong, Rafinha oder eben auch tatsächlich Ronald Araujo, der am Oberschenkel verletzt ist, oder das ist der wahrscheinlichste Verkaufskandidat, Ansu Fati sein. Aber auch der hat Verletzungsprobleme. Auch Ronald Araujo, den wird man verletzt, nicht verkauft bekommen. Frenkie de Jong ist verletzt. Rafinha ist der einzige große Verkaufskandidat. Da muss man ganz klar sagen, hier sieht es eher so aus, dass der Spieler bleiben könnte, weil die einzigen Clubs, die hier richtig Kohle für ihn auf den Tisch legen, sind aktuell aus Saudi-Arabien. Und da ist natürlich die Frage, will der junge Brasilianer mit 27 Jahren, Rafinha, hier wirklich seine Karriere schon mehr oder weniger beenden und nach Saudi-Arabien wechseln? Kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Mal gucken, es wird also spannend in den nächsten Tagen beim FC Barcelona und spannend wird es auch um João Félix, denn auch da gab es ja Gerüchte rund um Barcelona. Sie hatten ihn ausgeliehen, sie waren eigentlich auch relativ zufrieden mit dem 24-Jährigen, aber eine erneute Leihe, da wollte Atletico Madrid wohl nicht mitmachen. Jetzt aber, der Hammer Fabrizio Romano hat es entschieden, der hat gesagt, João Félix, er möchte zurück zum FC Chelsea. Diese Entscheidung soll ganz klar sein und jetzt sollen auch die Verhandlungen schon laufen zwischen Atletico Madrid und eben den Blues. Chelsea möchte ihn auch gerne holen, sie wollen jetzt ein offizielles Angebot an João Félix abgeben. Er hat dort auch schon von 2022, 2023 die Rückrunde als Leihspieler bei Chelsea gespielt, hat ihm dort wohl sehr gut gefallen. Nach dem Abgang von Conor Gallagher, der Wechsel zu Atletico Madrid, ist es wohl so, dass man jetzt eben im Gegenzug von Atletico Madrid jetzt João Félix kaufen will. Also man ist ja hier sowieso in schon Verhandlungen gewesen. Das ist jetzt so, dass man hier tatsächlich kurz davor steht, den Spieler zu holen. Ja,
wie gesagt, ein offizielles Angebot, das muss jetzt erst noch abgegeben werden. Man spricht hier wohl so von 60 Millionen Euro. Das ist ein Angebot, was jetzt Atletico wohl erwartet. Da gab es aber auch tatsächlich Gerüchte rund um Aston Villa, die würden wohl auch solch eine Summe abgeben. Grundsätzlich muss man sagen, 60 Millionen Euro ist schon echt eine ziemlich gute Summe. João Felix hat einen Marktwert von 30 Millionen Euro, klar, damals von Benfica zu Atletico für 127 Millionen Euro gewechselt, mit ganz, ganz hohen Erwartungen. Die drei Jahre hat er dann dort gespielt, aber letztendlich ist es nie dazu gekommen, dass er die ganz großen Erwartungen, die man eben an ihn hatte, erfüllen konnte. Was haltet ihr jetzt zu einem bevorstehenden Chelsea-Wechsel? Da interessiert mich auch mal eure Meinung, denn ja, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Wobei ich bei Chelsea durchsetzen kann, Chelsea, die müssen auch erstmal gucken, dass die nicht auch bald Probleme beim Financial Fairplay bekommen. Die haben bis jetzt nur Spieler gekauft, noch nichts abgegeben. Es bleibt also auch hier bei diesem Thema weiter spannend. Und wir sprechen auch noch über zwei weitere Themen. Es gab wohl einen kleinen Versuch bei Vinicius Junior. Da haben jetzt nämlich mal ein paar Saudi-Clubs angeklopft. Vinicius Junior soll tatsächlich ein Angebot von einem Saudi-Club aus der Saudi Pro League bekommen haben. Aber ja, das Angebot, das egal wie viel da man tatsächlich jetzt wohl ihm geboten hätte. Er ist 24 Jahre alt. The Athletic hat über diesen Versuch berichtet. Man hätte ihn da wohl auch zu einem der Top-Verdiener gemacht in der Liga. Aber das hat Vinicius Junior prompt abgelehnt. Und ein weiterer Flügel Spieler, der ist auch heiß begehrt. Das ist tatsächlich hier weiterhin Nico Williams. Die Frage ist nur, wie geht es für den Jungen weiter? Vor zwei Wochen, da war er eigentlich kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Überraschenderweise hieß es plötzlich, jetzt gibt es einen Verbleib bei Athletic Bilbao. Irgendwo war auch noch der Interesse jetzt von den Bayern. Jetzt haben wir gestern einen Bericht der Sport gelesen. Nico Williams sagt ja zu Barcelona. Ja, er hat gesagt, er möchte dort hinwechseln und das auch schon in diesem Sommer. Sie berufen sich da auf interne Quellen, dass da tatsächlich ganz, ganz klar gesagt wurde, er möchte unbedingt diesen Sommer zum FC Barcelona wechseln. Der Junge würde da auch super reinpassen. Lamine Jamal, Dani Olmo, Nico Williams, das hätte man quasi die Front Three von der diesjährigen EM in der eigenen Truppe. Aber das Problem ist immer noch hier Geld. Natürlich könnte man das irgendwie lösen. Wenn jetzt wirklich Rafinha für 100 Millionen Euro gehen könnte, dann könnte man sich Nico Williams holen. Definitiv. Aber trotzdem, ich bin mal gespannt. Das ist hier mir alles noch nicht so ganz geheuer. Ich bleibe da weiter an diesem Thema für euch dran. Lasst mir auch wie immer hier ein Like auf das Video da und ein Abo auf den Kanal. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao. Checkt doch gerne mal mein Instagram-Profil ab, bully_inside. Dort gibt es noch mehr News. Das habe ich in den letzten Wochen richtig wiederbelebt. Täglich mehrere Videos. Und schaut deswegen gerne vorbei und folgt mir auch da.